Die Aktienmärkte gehen gerne den Weg des größten Schmerzes. Wenn alle bärisch sind, dann geht es meistens nach oben. Wenn alle bullisch sind, dann geht es meistens nach unten. Jetzt sind wieder alle bullisch, nachdem wir am Freitag eine ziemlich seltsame Rallye gesehen haben, letzten Freitag, denn zuvor am Donnerstag die Aktienmärkte runter, weil Paul, der Fed-Chef, sehr hawkisch war, den Märkten gedroht hat. Klar gemacht hat, die Fed sei nicht interessiert an einer weiteren Lockerung der Financial Conditions, aber am Freitag dann diese Rallye, die durch keinerlei Meldung begründbar war, vielmehr, wie es aussieht, pure Mechanik war, die jetzt aber dann auf den Prüfstand kommt. Wir wollen uns das Setup mal anschauen. War das jetzt eine Bullenfalle, die wir am Freitag mit diesem sehr wahrscheinlich mechanisch bedingten Anstieg gesehen haben? Hier sehen wir mal den vermeintlichen Ausbruch nach unten etwa beim Nasdaq. Jetzt sind wir nach oben ausgebrochen und es wird sich in dieser Woche zeigen, ob es ein False Break ist, wie der Ausbruch nach unten. Jedenfalls sehen wir, dass die Renditen wieder gestiegen sind und das war ja eigentlich der Grund für die Rallye, der vorwiegend ins Feld geführt wurde. Ja, schaust du, die Renditen sind doch stark gefallen, aber die Renditen steigen wieder. Die Aktienmärkte sind dennoch gestiegen. Hier sehen wir mal den S&P 500, 11% gefallen, um dann 7,68% zu steigen. Letztlich mit dieser impulsiven Bewegung, wenn wir uns mal am Freitag die Dinge anschauen, da sehen wir den Nasdaq 100 etwa 2,25% im Plus, Nasdaq, der normale Nasdaq Composite 2% im Plus. Und gleichwohl sind nur 57% der Aktien positiv gewesen, 40% der Aktien negativ, 3% unverändert. Das ist ziemlich erstaunlich für einen Index, der 2% steigt. Wir sehen also offenkundig wieder ein Problem mit der Marktbreite. Hier sehen wir diese Aussagen von Jerome Powell, der eigentlich klar gemacht hat, er ist nicht interessiert, dass die Renditen weiter nach unten gehen, die Aktienmärkte weiter steigen. Warum? Weil das die Finanzkonditionen lockert und damit letztendlich dann früher oder später wieder Inflation schafft. Aber die Märkte, wie ich am Freitag getitelt habe, haben sie den Stinkefinger gezeigt, dem Fed-Chef, oder war es Mechanik? Hier sehen wir mal, was wahrscheinlich ausschlaggebend war. Erstens Short-Eindeckungen. Wir sehen, dass hier viele noch gezwungen wurden, offenkundig als Käufer aufzutreten, weil sie vorher Leerverkäufer waren. Wer Short-Positionen eindeckt, tritt ja als Käufer auf. Hier sehen wir mal die Zero-DTE-Optionen. Massive Call-Volumina. Das heißt, die Market Maker mussten kaufen, haben sich praktisch hier abgesichert, weil eben im Optionsbereich, der immer wichtiger wird, der über 50% des Aktienvolumens ausmacht inzwischen, hier musste man sich eindecken. Extreme Volumina, wenn Sie mal hier angucken, Expiration Date 10.11., also die allermeisten gehandelten Optionen, sowohl beim SPY, dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500, als auch beim Triple Q, dem ETF auf den Nasdaq mit Laufzeit 10.11., sind also am Freitag noch verfallen. Und hier sehen wir mal das Wochenplus. Etwa eine Apple über 5% im Plus und das nach den Zahlen und dem Ausblick. Erstaunlich, eine Microsoft, ein neues Allzeithoch. Wir sehen Energie rechts im Minus, wir sehen insgesamt S&P im Plus, Triple Q im Plus, Dow Jones im Plus, aber der Russell 2000, der wahrscheinlich am besten die tatsächliche Lage der amerikanischen Firmen wiedergibt, weil er eben aus kleineren bis mittleren Unternehmen zusammengesetzt ist, über 3% verloren in der letzten Woche. Und hier sehen wir mal den S&P 500 mit den negativen Divergenzen bereits. Zuvor dieser Anstieg getragen von davor positiven Divergenzen. Wir sehen unten zum Beispiel, dass wir, trotzdem wir deutlich höher sind jetzt beim S&P 500, als wir es waren, bevor Paul gesprochen hat, sehen wir, dass aber weniger Aktien über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln. Auch das eine negative Divergenz. Und hier sehen wir mal etwa eine Microsoft, der am Freitag ein neues Allzeithoch erreicht hat, weit außerhalb des Bollinger Bandes. Das ist in den letzten Jahren so noch nicht passiert. Total überkauft. Ja, das Unternehmen hatte gute Zahlen vorgelegt, aber das Unternehmen ist verdammt teuer. Die Aktienkurse sind schneller gewachsen als Umsatz und Gewinn bei Microsoft. Das dürfen wir nicht vergessen und das gilt ja letztendlich für diese Magnificent Seven insgesamt. Oder sprechen wir vielleicht besser nur noch von den Magnificent Six, denn Tesla ist ja so ein bisschen der Schwachpunkt. Hier sehen wir mal von Bloomberg eine Grafik, die zeigt,
dass dieser Vorteil, den die großen, dicken Tech-Konzerne gegenüber den anderen S&P 500-Unternehmen hatten oder haben, sich wohl einengen dürfte. Umso krasser dann, wenn wir sehen, neues Allzeittief im Prinzip bei der Advanced Decline Linie. Also dieser Anstieg ist so künstlich von diesen 6 Aktien, sagen wir mal, gestützt. Die haben diese 7, wenn wir jetzt mal Tesla mit einrechnen, die sind gestiegen in 10 der letzten 11 Handelstage, haben 1,3 Billionen an Marktkapitalisierung hinzugewonnen und das, obwohl Unternehmen wie Apple und auch Google nicht so wirklich überzeugt haben mit den Zahlen. Hier sehen wir unten nochmal den Anstieg und den Breadth. Das ist schon sehr erstaunlich. Normalerweise ist ein gesunder Bullenmarkt eben von einer guten Marktbreite begleitet. Gleichwohl kommen solche Aussagen wie hier jetzt, ja, der S&P 500 ist 15% seit Jahresbeginn gestiegen, die letzten 22 Jahre als, oder die letzten 22 Mal, als der S&P in einem Jahr zu dieser Zeit über 5% gestiegen ist, ist es jedes Mal nach oben gegangen. Diesmal natürlich auch, gar keine Frage. Alle erwarten ja jetzt diese Weihnachtsrallye, denken, die Weihnachtsrallye hat angefangen und es wäre der Weg des größten Schmerzes, dass wir jetzt erstmal einen ziemlich deutlichen Rücksetzer sehen, weil alle schon wieder so ein bisschen euphorisch sind und vielleicht später dann diese typischen Gewinne Richtung Jahresende sehen. Hier die Magnificent Seven haben mehr als 100% der Kursgewinne im S&P 500 verursacht. Die anderen 493 Werte siegen sogar im Minus. Kann ein solcher Klumpenmarkt auf Dauer existieren? Ich würde sagen, nein. Die Frage ist halt, wie weit wollen Sie noch nach oben? Traders bet on big tech stocks to ride out of a rate hike cycle. Also Ende der Zinsanhebungen. Tech-Aktien werden die großen Gewinner sein. Das ist so die Standardthese. Wir haben unfassbar viel Konzentration eben und die Geldmanager sind dazu gezwungen im Prinzip. Würden sie den breiten Markt abbilden, würden sie schlechter performen. Also müssen sie diese Dickfische kaufen, auch wenn es fundamental ziemlich überzogen bereits ist. Denn wenn wir uns mal die Gesamtsituation anschauen, dann muss man sagen, naja, das ist scheinbar so ein bisschen weniger fundamental getrieben als eben vor allem mechanisch getrieben. Normalerweise technisch ist jetzt sind die Indizes ausgebrochen, dann müssen manche kaufen. Wir werden sehen, ob sich das lohnt, denn wir haben am Freitag noch nachbörslich gesehen, dass Moody's den Ratingausblick für die USA senkt. Man belässt als einzige der drei großen Ratingagenturen das Rating bei AAA, also Bestnote, senkt aber den Ausblick auf negativ. Fitch und S&P, zuletzt ja Fitch, hatten ja ihr Rating schon runtergenommen von der Bestnote. Jetzt also Moody's hat das nicht gemacht, aber den Ausblick auf negativ gesenkt. Wenn Moody's das auch machen würde, dann hätte bei keiner der großen drei Ratingagenturen die USA mehr ein AAA, also eine Bestbewertung. Die Biden-Administration hat sich sofort beschwert und auf die tolle Wirtschaft hingewiesen. Okay, wollen wir uns gleich mal anschauen, wie toll die gerade ist. Wir sehen jetzt die Frage eben, kommt es zu einem Shutdown, einem Government Shutdown Ende der Woche, wenn es nicht gelingt, eine Stop-Gap-Bill hier zu verabschieden. Das wird in dieser Woche auch im Fokus sein. Und Bill Dudley, ehemaliger Chef der New York Fed, hat gewarnt, ja, wir sind auf einem nicht nachhaltigen Weg. Und hier unten sehen wir mal den US Surprise Index, Economic Surprise Index. Also wir sehen, dass in letzter Zeit die Daten aus den USA doch schlechter geworden sind wieder. Die Abweichung von der Erwartung ist negativ geworden. Wir hatten ja die Arbeitsmarktdaten, die schwächer waren zum Beispiel. Und hier sehen wir eben den Anstieg der US-Verschuldung, die ja deutlich zugenommen hat. Und dann hatten wir diese 30-jährige Anleiheaktion am Donnerstag, die miserabel gelaufen ist. Japanische Investoren sind nicht mehr bereit, offenkundig jetzt zu diesen Renditen US-Staatsanleihen zu kaufen. Sind ja die größten ausländischen Anteilseigner, 1,1 Billionen. Die Chinesen haben noch 0,9 Billionen. Die Fed über 8 Billionen. Das zeigte, wer eigentlich hier die Schulden hat, nämlich die US-Notenbank. Und mal ein Ausblick jetzt auf diese Woche. Dann sehen wir wichtig, vor allem morgen natürlich CPI. Also die Inflationsdaten, die kommen dann auch am Freitag aus der Eurozone. Wir haben dann noch Retail Sales am Mittwoch. Die dürften nicht mehr so gut ausfallen, weil die Amerikaner eben wenig Sparvolumen haben. Aber morgen ist natürlich 14:30 Uhr der absolute Fokus.
Und der hier erwartet, dass die Kerninflation weiter sehr hoch bleibt. 0,3% zum Vormonat. Das sind hohe Zahlen für die Kerninflation. Das könnte für die Fed weiter ein Problem bedeuten. Wir werden sehen, wie die Daten reinkommen. Hier nochmal in die Inflation, die ja im Juni ihr Tief erreicht hat, dann wieder angestiegen ist. Mal sehen, wie die Dinge jetzt reinkommen werden. Aber das wird eben darüber entscheiden. Der Markt hat sich gesagt, wir glauben Jerome Powell nicht, aber wenn die Inflation jetzt höher ist, dann müssten sie ihm glauben, dass die Fed vielleicht nochmal bereit ist, die Zinsen anzuheben. Daher sind diese Zahlen aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Wichtig auch das, was besprochen wird, dann am Mittwoch. Da wird der Xi Jinping nach San Francisco reisen, um sich da mit Joe Biden zu treffen. Jene Stadt, die ja so runtergekommen ist in letzter Zeit, jetzt mal eben schnell wieder hübsch gemacht wird, wenn der chinesische Präsident kommt. Und hier sehen wir mal die Entwicklung der Demografie in China. Absolut katastrophal. Immer weniger Hochzeiten, daher immer weniger Geburten. Wir sehen jetzt die Folgen einer staatsplanerischen, maoistischen Wirtschaftspolitik. Das muss nach hinten losgehen. Deswegen ist Xi Jinping wahrscheinlich auch bereit, Joe Biden zu treffen, um ein paar Erleichterungen rauszuholen. Wir sehen jetzt den Singles Day. Übrigens auch in China, das wird immer wichtiger, denn es gibt immer mehr Singles in China. Die Vermutung ist ja, dass China bis 2100 nur noch 400 Millionen Menschen haben wird, von jetzt etwa 1,3 Milliarden. Und wir sehen auch, wie schlecht jetzt die Tech-Aktien gelaufen sind in China. Also die, anders als die US-Tech-Aktien, scheint es denen nicht so gut zu gehen. Goldman Sachs hat jetzt die Hong Kong Traded China Stocks nach unten genommen, dagegen China Indien angehoben. Also Indien gegen China. Goldman Sachs plädiert hier für Indien. JP Morgan, glaube ich, war es, die sagen, ja, kauft jetzt chinesische Aktien. Mal sehen, wer recht hat. Aber recht hat auf jeden Fall hier Collier Barkhorn. Der sagt, Nvidia ist bald genauso viel wert wie die größten 40 deutschen Unternehmen zusammen. Amazon und Alphabet sind schon so viel wert. Microsoft und Apple fast doppelt so viel wert. Woran liegt das? Naja, es liegt daran, dass wir politisch so unsere Problemchen haben, dass wir eine Unternehmer- und Eigentumsfeindlichkeit haben, dass wir immer mehr nur noch weniger arbeiten wollen, 35-Stunden-Woche, aber voller Lohnausgleich, Bürgergeld, Geschichten. Da müsste man deutsche Tugenden, wie ihr hier schreibt, mit amerikanischem Wachstums- und Risikomindset verbinden. Und dieses Risikomindset vor allem ist aus meiner Sicht fehlend in Deutschland. Man ist immer so auf Nummer sicher, man geht den Weg des geringsten Widerstandes, will lieber in einem Konzern arbeiten, statt als Unternehmer sich zu verdingen. Kein Wunder, wer sieht, wie man steuerlich behandelt wird, gerne auch als Unternehmer, der weiß, dass man da durchaus freiwillig ist. Manchmal hat man den Eindruck, während man als Arbeitnehmer komplett in Ruhe gelassen wird, im Konzern sowieso, wenn sie dich rausschmeißen, kriegst du schöne Abfindung. Wenn du als Unternehmer ein Problem hast, dann haftest du teilweise mit deinem Privatvermögen. Und so ist das eben auch vor allem eine Folge der Mentalität. Ja, ich denke, wir haben eine Blase bei den Tech-Unternehmen, die sind zu teuer. Aber es ist dennoch ein Armutszeugnis, wie schwach die deutschen Konzerne demgegenüber aussehen. Kurzer Ausblick noch auf die Situation Israel, Iran, respektive USA. Hier, man hat zurückgeschlagen seitens der Amerikaner. Man hatte wohl im Osten Syriens wieder Waffenlager beschossen. Angeblich sind bei einem Angriff iranischer Milizen 4 US-Soldaten ums Leben gekommen. Muss ich noch bestätigen, aber wir sehen, dieser Konflikt droht sich auszuweiten, zumal auch die Auseinandersetzung an der israelischen Nordgrenze zwischen der Hezbollah und dem israelischen Militär immer stärker zunehmen. Also das läuft immer mehr in Richtung eines wirklichen Krieges und nicht nur Scharmützeln, auch an der Nordgrenze. Schauen wir uns noch ein paar Empfehlungen an, meine Damen und Herren, bevor ich Sie in diesen wunderbaren Montag entlasse. Beste Handelswoche für den S&P 500, wollen die Anleger die Rallye nicht verpassen. Ein Rundumschlag über das, was wichtig ist an den Märkten. Erste Empfehlung, die zweite Empfehlung. Morgan Stanley ist bullish für den S&P 500 in 2024, aber nur in Relation zu anderen Märkten, nämlich bullish für die US-Märkte.
Warum, wieso, weshalb können Sie da lesen? Zweite Empfehlung und die letzte Empfehlung. Die große Depression und Xi Jinping, warum die Lage und die Stimmung in China viel schlechter ist, als es die offiziellen Daten als aus den offiziellen Daten hervorgeht. Also diese drei Empfehlungen. Und ich empfehle mich jetzt. Guten Start in die Woche. Servus, ciao.